Willkommen zum Fußballmanager 2019 oder Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben 6-1 gegen Dresden gewinnen können. Jetzt geht es im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den RB Leipzig. So, dazu werden wir unsere beste Elf aufbieten. Das heißt, wir nehmen die Raute-Taktik. Muss ich erstmal hier wieder. Da erstmal die Off und dann wieder die Raute. So. Spielen wir natürlich im 100% Modus. Ist ganz klar. Glasklar. So. Suche ich wieder meine Maus. Oh, scheiße, ist da. So. Rein damit. Dann wollen wir mal gucken. Das ist unsere beste Elf also. Okay. 831 Spielstärke. Das ist schon mal eine Hausnummer für eine Zweitligisten. Und jetzt geht's los. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben neue Nachrichten. Talentsucher hat einen Stürmer gefunden. Den nehmen wir erstmal an. Scouting, Rick van Drongelen ist angeschlagen. Das ist ja auch alles in Ordnung. So, wir werden aber erstmal so spielen. Gucken wir mal. Im 3D-Modus natürlich. Auf geht's. Und schauen wir mal, was das gibt. Werden erstmal die Berechnungen geladen. So, auf geht's. Fehler 3 und los geht's. Dann gucken wir mal, was das wird. Der war ein bisschen lang. Ja, schade. Und 1-0 durch Kunja, Ex-Leipziger Spieler. So, Abwehr hält, der war abseits. Foul.
Jo, schauen wir mal. Freistoß. Und weiter geht's. Gucken. Und nicht 2-0, fast 1-0 zur Halbzeit. Wir werden jetzt in der zweiten Halbzeit Kurzpassspiel machen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. So, schauen wir mal. Spielen wir kurze, sichere Pässe. So, sagen wir hier, den Assistenztrainer soll das hier mal übernehmen. Co-Trainer wechselt im Spiel aus, zweite Halbzeit, und dann kann es ja weitergehen. So, zweite Halbzeit DFB-Pokal Halbfinale 2019. Und aber fast das 1:1. Abgefangen. Ach, der war ein Abseits. Mal schauen. Einfach das Spiel genießen. Wieder abgefangen. Und, Latte. Der ging an die Latte. Den hat er gut runtergefischt. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Gucken, ob Leipzig nochmal rankommt, aber ich hoffe mal nicht. So ein Foul eigentlich. Hätte eigentlich pfeifen müssen. Die Schiri. Schiri, Pfeife. Ah, also, da ist er aber. So muss das sein. Und trotzdem nichts gewesen. Außer Spese nichts gewesen. Fast das 2-0. Das wird wohl ein 1-0-Sieg werden. Naja, immerhin gewonnen. Und da sind wir im DFB-Pokalfinale. Und zwar gegen Hoffenheim. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt.
So. Gut, das war's dann wieder für heute. Machen wir weiter hier. So, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen den SV Darmstadt 98 im Textmodus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.